Guten Morgen! Heute ist es mal wieder Zeit zu loben. Best of the Vegan Industry steht auf dem Speiseplan. Aber kurz vorher noch den Hinweis, dass ich jetzt auch bei Instagram angefangen habe, meine täglichen Mahlzeiten und alles rund um mein organes Leben als Bilder zu posten. Einfach um noch mehr Inspiration zu geben, auch für die Menschen, die lieber schnell mal ein Bild anschauen als immer ein komplettes Video. Ich hatte das entsprechende Feedback bekommen, dass der Wunsch geäußert wurde und dass viele von meinen Videos erschlagen werden. Den Link findet ihr unten in der Infobox. So, aber nun zu Best of the Vegan Industry. Wer das Format noch nicht kennt, ganz kurz. Hier geht es darum, eine Eigenschaft eines anderen Kanals positiv hervorzuheben, um bald die Kritik beiseite zu legen bezüglich der ganzen Dinge, wo man eventuell anders denkt. Das Format ist als Gegenprojekt zu Worst of the Fitness Industry und diesen ganzen Gemecker und Gemaule, nur weil man selber in irgendwelchen Punkten anders denkt und alle Welt wissen lassen muss, dass man eine andere Meinung ist, ja, gedacht. Also heute wird gelobt und das Opfer dieses Mal sind Jan und Laura von Semper Veganis. Das sind zwei junge Menschen, die noch gar nicht so lange bei YouTube dabei sind, die aber beide aus einer Essstörung kommen und ihre Erfahrung teilen und sich auch zur Aufgabe gemacht haben, den Menschen zu zeigen, wie sie es geschafft haben, davon loszukommen. Und ja, und auch da entsprechend ja, das zu überwinden, diese Essstörung. Natürlich auf veganer Basis. Best of the Vegan Industry. So weit, so gut. Aber das ist nicht der Punkt, den ich bei den beiden besonders hervorhebenswert finde, sondern es gibt wenige Kanäle, die so stark, insbesondere bei jüngerem Publikum, beliebt sind und dadurch eben einen ganz besonders wichtigen Einfluss auf die geistige Evolution der Menschheit haben, wie Semper Veganis. Da sie eben ja, die neuen Generationen durch ihr selber junges Alter und auch durch ihre Aktivität auf den bei den jungen Menschen sehr beliebten Portalen wie Instagram und was auch immer so da abgeht zurzeit, diese auch authentisch und direkt erreichen. Beide richten auch ihr Leben gemeinsam auf das Ziel aus und das erkennen die Menschen. Und das ist auch sehr, sehr, sehr angenehm, dass sie eben zeigen, dass auch vegane Ernährung, wie mittlerweile bekannt sein sollte, nicht nur vollwertig, sondern auch genussvoll ist und auch mal genussvoll seine Essstörung überwinden kann. Ihre Themen sind am Puls der Zeit und beide sind auch immer interessiert, was gerade auch wieder bei den jüngeren Menschen sehr wichtig ist, sich selber und ihren Online-Auftritt immer weiter mit neuen Ideen zu entwickeln. Der Jan hat jetzt ein Pups-Tabu, irgend so ein Buch rausgebracht. Das ist am Puls der Zeit. Ne? So erreicht man das junge Klientel. Wenn man wie Laura und Jan so verfolgt und auch die Kommentare und die Rückmeldungen, die die beiden erreichen, ausgehend von ihren Videos und ihren Fotos, dann hat man ein richtig gutes Gefühl, wenn man an die Zukunft der Menschheit denkt. Wie oft ertappt man sich dabei, Sorgen zu machen und gerade jüngere Generationen besonders kritisch zu betrachten, weil sie nun eben mal eine viel größere Bandbreite an Aktionen und Ideen haben, sich auszuprobieren und dann eben auch oft viel Scheiße dabei ist, die dann natürlich selektiv von uns wahrgenommen oft dazu führt, dass man denkt, ja, also wenn man über die Generation vor uns denkt, oh Gott, habe ich Angst, wenn diese Menschen einmal die Mitte der Gesellschaft darstellen. Aber letztlich ja, werden diese Generationen auch immer vernünftiger und intelligenter. Wir ja auch. Ne? Und schauen wir uns mal die Geschichte der Menschheit an, was Moral und geistige Evolution angeht. Es ist kontinuierlich besser geworden. Der weltpolitische Konsens beruht nun darauf, dass keine Rassen mehr diskriminiert werden, dass es keine Geschlechterdiskriminierung mehr gibt. Auch die Akzeptanz der Homosexualität schreitet immer weiter voran. Ne? Die Einheit, die wir ja de facto aus physikalischer und spiritueller Sicht schon sind, wird auch immer mehr in den Köpfen der Menschen manifestiert. Natürlich ist die Politik als kollektiver Geist der Masse, was die Sachen angeht, schon immer ein bisschen weiter als viele einzelne Individuen, die man dann durchaus betrachtet. Gerade in der aktuellen Zeit der Flüchtlingsproblematik erkennt man doch wieder den einen oder anderen, der im Geist noch etwas zurück ist. Aber wenn auch in jeder Generation geblendete und verängstigte Menschen aufgezogen werden, so ist das doch eine ganz klare Tendenz zu erkennen. Und das muss man einfach attestieren, dass mit jeder neuen Generation die Vereinigung aller Kulturen und eine gleichberechtigte Ordnung aller Lebewesen vorangetrieben wird. Ja, und dass die Masse der neuen Generation immer weniger für alte Strukturen der vorherigen Generation übrig hat. Da fühlen wir uns ja oft so angegriffen, ne? Und auch teilweise angewidert von dieser rotzigen Jugend. Aber auch wir waren einmal Rotzer und ich kann nur für mich sprechen, ich war sogar einer der Oberrotzer. Aber die Welt ändert sich, die Technologie ändert sich und entsprechend ändern sich die Menschen auch und das müssen wir einfach so akzeptieren und können eigentlich gute Dinge in die Zukunft schauen.
Ja, insbesondere die kulturelle Annäherung durch das Internet und durch die Informationsdichte wachsen wir zwangsläufig immer mehr zusammen. Und Semper Veganus leistet dazu einen wirklich großen Beitrag, eben mit dem Fokus auf insbesondere die jüngeren Menschen, die eben Fragen zur Ernährung haben, wo wir früher Dr. Sommer gefragt haben. Und ja, Semper Veganus ist auch eine Quelle, die man vertraut, weil sie beides junge Menschen sind und denen man auch vertrauen kann. Und daher haben sie für mich auch das Prädikat mehr als genug verdient. Best of the Vegan Industry. Ja, und auch deshalb freut es mich sehr, dass wir im Rahmen der Reihe 7 Vegans ein Videoformat gemacht haben und auch weiter pflegen werden, wo wir verschiedene Generationen und verschiedene Menschengruppen zusammenbringen werden für den Geist einer veganen Ernährung. Jung und alt, Roh- und Kochköstler, Veganer und Fleischesser, Singles und Familienmenschen, Intellektuelle und Nicht-Intellektuelle, Sportler und Nicht-Sportler, Arme und Reiche, einfach Menschen zusammenbringen im Geiste eines friedliebenden Zusammenlebens. Die Playlist mit allen bisher erschienenen Videos zur Reihe 7 Vegans findet ihr oben in den Infokarten und auch permanent unten in der Infobox. Lasst euch inspirieren von der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Menschen und habt keine Angst davor und sucht euch im Endeffekt die Menschen in eurem Umfeld oder bei YouTube, die euch ein gutes Gefühl geben und die euch inspirieren und mit denen ihr immer reden bzw. ihnen zuschauen könnt, wenn ihr euch mal ja nicht so gut fühlt und ein bisschen mehr Input braucht. Ne? Also die Message des heutigen Tages, die Zukunft sieht rosig aus und wenn junge engagierte Menschen wie Laura und Jan das Ruder und damit die Verantwortung übernehmen und die älteren Generationen und die antiquierten Werte sozusagen auskehren, dann ist das sehr gut. Und auch wenn ihr vielleicht die rühmliche Ausnahme seid eurer Generation, vielleicht ich auch, erkennt man an diesen wirklich an diesen Tendenzen auch immer, wie wichtig der Tod in diesem Zusammenhang ist, wie sehr das gerade für Menschen, die die Natürlichkeit predigen, auch wichtig ist. Denn nur wo Altes wegstirbt, kann Neues entstehen. Der Tod ist nichts, was einen ängstigen muss. Der Tod ist die natürlichste Sache der Welt. Will man wirklich natürlich leben und wirklich echt natürlich leben und sich nicht nur ein Peace-Zeichen auf die Backe tätowieren und damit seinen veganen Buddies Soja-Cupcakes futtern, dann muss man das akzeptieren. Wenn man wirklich natürlich und im Einklang mit der Natur leben, dann steht nicht nur die irgendwie konzeptionelle Akzeptanz des Todes auf dem geistigen Speiseplan, sondern die echte, umarmende Akzeptanz des Todes und auch der Mut zu sagen, ja, es ist gut, dass Menschen sterben. Aber auch hier auf eine natürliche Weise, idealerweise. Und das geht aber nur dann, wenn man natürlich lebt. Wenn man die Grundsätze der Natur in seinem Leben nicht beherzigt, dann kann man auch nicht erwarten, dass man einen friedvollen und natürlichen Tod stirbt. Und ja, vieles unserer Lebensweise, aber auch nicht alles, liegt in unserer Hand. Zieht aus den Städten in die Natur, tut euch möglichst unverarbeitet ernähren mit rohen, unzerstörten Lebensmitteln, liebt die Menschen, sodass sie euch zurücklieben und habt einen klaren, offenen Geist auch des Mitgefühls und der Schwingungen der Natur und lebt ein Leben der Demut und des Respekts. So maximiert ihr eure Chancen auf einen natürlichen Lebensabend. Und wenn natürlich mehr Menschen wie Jan und Laura ihre Lebenskraft einsetzen, um partiell Dinge zu verbessern, dann werden auch die Effekte, die wir nicht direkt beeinflussen können, auch weiter minimiert werden. Das muss man auch betrachten. Und haben ja und vielleicht irgendwann alle die Chance, wir jetzt nicht, aber irgendwelche Generationen hinter uns, 100% natürlich wieder leben zu können. Ich schaue jedenfalls positiv in die Zukunft der Menschheit und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.